meine lieben Südmeerer und Südmeerer, liebe Nachgeborene dieser sehr geehrten Honoratioren, Herr Prälat, lieber Präsident Dr. Frey, was soll jemand als Dritter reden, wenn vorher Dr. Manfred Frey und Prälat Karl Röhringer gesprochen haben? Da fällt einem nur das ein, was man bescheidenermaßen an den Anfang stellt. Ich kann mir nur ein Beispiel an den Brüdern Frey nehmen. Und dieses Beispiel wird mir zum Vorhalt. Nämlich, was habe ich für Lenkersaat in Südböhmen, für den Kreis Neubistritz in Südböhmen, für meine nähere Schulstadt Neuhaus getan. Ich habe für die vier Kreise bisher gearbeitet, aber in der Weise so heimelig, so gerührt, so nah, wie ich es eben von Manfred Frey erlebt habe, das war mir noch nicht gegeben. Alles Ausreden, man sei zu sehr beschäftigt. Und das sage ich nicht nur zu mir, sondern zu jeder und zu jedem von euch an dieser Stelle. Wir müssen uns fragen, was können wir mehr noch für unsere Heimat tun? Für die Heimat der, die dort geboren sind, so wie ich, oder der Kinder von dort Geborenen. Die Nachfolgenden, sie sollen angeregt werden. So anerkennenswert wie ein solches Museum, das wir heute früh zum 30. Jubiläum gratuliert haben. Diese Marksteine unserer Geschichte außerhalb der Heimat Südmähren, Südböhmen, diese Marksteine sind die Herausforderungen, die wir haben, die die neue Generation hat, damit sie sich nicht nur an uns erinnert, sondern dass sie Aufgaben darin sieht. Aufgaben darin sieht, nicht um gewissermaßen das, was vor 70 Jahren verlassen werden musste, nur einzufordern, sondern das daraus einzufordern, was heute noch Bestand hat, nämlich heute noch Bestand hat im Angesicht der Toten der Kriege, des Ersten wie des Zweiten Weltkrieges, angesichts des Martyriums, das in diesen Tagen und Monaten von 1945 und 1946 geschehen sind. Und wir haben eben von Manfred Frey eine dieser Geschichten gehört. Und wir werden nicht müde, dieses zu verbreiten. Und das will ich heute schon hinterlegen. Wir haben zu Beginn schon seit 2 Jahren im Kreis Neubistritz die Vertreibungsgeschichten in Deutsch und in Tschechisch. Und ich bin in Neuhaus, da haben wir alle umliegenden Gemeinden eingeladen, um diese Vertreibungsgeschichte den Bürgermeistern von heute nicht zum Vorwurf, sondern zur Information und daraus zum Lernen, dass das, was seinerzeit geschehen ist, auch heute für die nachfolgenden Generationen zur Bewältigung Aufgabe ist. Und dieses ist in den Heimatkreisen Nikolsburg in diesen Wochen der Fall und in Slabings und in Znaim. Der Kreisbetreuer, der Wolfgang Daberger, ist hier und er ist fest an der Arbeit, dieses zu bewerkstelligen. Das ist ein Stück der Bewältigung von unserer Seite. Das haben wir als Aufgabe, nämlich was war seinerzeit, was ist unser Vorwurf und was ist dieser Vorwurf, der ungesühnt noch heute da ist.
gesühnt. Im Gegenteil, oftmals wird noch bestätigt, dass jene, die der Vertreibung gewidmeten Dekrete noch heute bestehen, vom ganzen tschechischen Parlament bestätigt werden. Dieses ist nicht weiter tolerabel. In diesem Europa muss viel gelernt werden. Gerade in diesen Wochen und Monaten lernen wir in der Angelegenheit der Flüchtlinge einiges. Aber dieses Altgut, Alte, was noch zu bewältigen ist für die tschechische Politik und auch dem Volk, dieses bleibt offen. Es ist uns gegenüber ein Schuldpunkt, der nach wie vor hier eingefordert wird. Und ich habe vor 2 Jahren, als ich hier zu Ihnen sprechen durfte, gesagt, hier gehört der Bürgermeister von Joslowitz her und hat auch ein Grußwort zu sprechen. Das wäre mehr als nur Anstand. Das wäre eigentlich Aufgabe, wäre Kultur für diese Stadt Joslowitz. Und so gesehen stehen wir aufrecht auf diesem Friedhof. Leider nicht begrüßt von den heutigen, die hier das Sagen haben, aber toleriert, dass wir hier das sagen dürfen, was wir hier uns herausnehmen, um derer zu gedenken, die vor uns waren, und mit denen zu gehen, die jetzt auf dem Weg sind in die Heimat, wo immer sie eine gefunden haben. Viele von uns denken, so wie ich, ich habe keine neue gefunden. Aber wenn ich hierher komme oder an der Grenze bin, da spüre ich ein wenig auf der Zunge den Geschmack. Und wenn ich hier so zu sprechen höre, dann bin ich mehr daheim, als ich je daheim werde. Und so gesehen wollen wir uns hier an diesem Kriegerdenkmal sagen, Südmähren lebt, so wie wir es heute früh gehört haben und so wie mein Vorgänger Anton Seemann es immer verkündet hat. In diesem Sinne, bleibt gesund, er behüte euch und gebe euch die Kraft, dass wir weiter so zusammenstehen. Dankeschön.